sind wir. So ist das. So ist das. Sind alle Zimmer so? Das hätte ich nicht erwartet. Ich nehme an, dass man sich auf die Dauer an die Möbel gewöhnen soll. Das kommt ganz auf die Leute an. Naja. Sie wissen bestimmt, was man da oben erzählt? Worüber? Naja, über das alles. Glauben Sie etwa diesen Unsinn von Leuten, die noch nie einen Fuß hierher gesetzt haben? Denn schließlich, wenn sie hierher gekommen wären... Ja, richtig. Und wo sind die Pfähle? Wie bitte? Na, die Pfähle, die Ledertrichter. Sie machen wohl Scherze. Ach, nein, ich mache keine Scherze. Also keine Pfähle. Keine Fenster, nichts Zerbrechliches. Verstehe. Und warum ist mir meine Zahnbürste abgenommen worden? Da ist sie wieder. Die Menschenwürde. Fantastisch. Bitte keine Vertraulichkeiten. Ich kenne meine Lage durch. Schon gut. Verzeihen Sie, aber es ist nun mal so. Die Leute kommen hereingeschneit und das allererste, was sie fragen, wo sind die Pfähle? In dem Moment denken sie noch gar nicht an ihr Äußeres. Und dann, wenn man sie beruhigt, wo ist die Zahnbürste? Denken Sie doch mal nach. Wozu brauchen Sie hier eine Zahnbürste? Ja, richtig. Wozu? Machen wir uns nichts vor. Es gibt nichts zu verbergen. Soll ich mal erklären, wie sich das anfühlt? Man geht unter, man ertrinkt, nur noch die Augen bleiben über dem Wasser. Was sehen Sie? Was für ein Albtraum! Ja, man hat ihn sicherlich verboten, mir zu antworten. Ich will Sie auch gar nicht weiter behelligen. Aber glauben Sie mir, dass Sie mich nicht ins Boxhorn jagen können. Ich will nicht, dass Sie behaupten können, dass ich reingefallen wäre. Gut, keine Zahnbürste. Und auch kein Bett. Dann schläft man natürlich nicht. Logisch. Warum sollte man auch schlafen? Man wird müde. Man legt sich hin. Die Augen fallen einmal ein bisschen zu. Macht es sich bequem. Und dann alles wieder an. Ein Romantiker. Romantiker! Behaupten Sie ja nicht, dass ich mich von Ihnen reinlegen lasse. Romantiker. Schauen Sie mich an. Das erklärt die unausstehliche Aufdringlichkeit Ihres Blickes. Tatsächlich. Sie sind gelähmt. Wovon sprechen Sie? Von ihren Augenlidern. Wir haben Augenlider, die öffnen und schließen wir. Blinzeln nannte man das. 4000 Mal in einer Stunde. Vorhang zu, Vorhang wieder auf. Das war die Unterbrechung. Und jetzt? Soll ich ohne Augenlider leben? Ja, ja. Ohne Augenlider leben, ohne Schlaf. Das ist das Gleiche. Ich bin ein Quälgeist. Ich bin ein Widerspruchsgeist und ich provoziere gern. Aber wie soll ich mich ertragen, wenn ich mich nicht erholen kann? Ohne Schlaf. Jemals. Ich gönnte mir zur Erholung einen einfachen Schlaf. Mit einfachen Träumen. Eine Wiese. Ist eigentlich Tag? Sie sehen doch, es ist hell. Ja, ja, das ist Ihr Tag. Und draußen? Draußen ist nichts. Da ist der Flur. Und dahinter? Weitere Treppen, Flure, Räume. Und am Ende dieser Räume?
Das ist alles. Gut. Sie haben doch sicherlich mal einen freien Tag. Wo gehen Sie dann hin? Zu meinem Onkel, dem Oberkellner im dritten Stock. Ich verstehe. Gut. Werde ich also nicht schlafen. Wo ist der Schalter? Es gibt keinen. Man kann also das Licht nicht ausmachen. Nun, die Direktion kann das Licht abstellen. Aber ich erinnere mich nicht, dass sie es in diesem Stockwerk jemals getan hätte. Strom ist bei uns umsonst. Dann muss man also immer mit offenen Augen leben. Leben. Jetzt reiten Sie doch nicht auf einem Wort herum. Mit offenen Augen ohne Schlaf. Gott. Wenn Sie mich nicht mehr brauchen, dann entferne ich mich jetzt. Ja. Nein, nein, warten Sie, warten Sie, warten Sie. Ist das eine Klingel? Ja. Das heißt, ich kann klingeln und dann müssen Sie kommen? Nun, im Prinzip schon, aber diese Klingel hat manchmal ihre Macken und funktioniert nicht. Sie klingelt. Ja, aber freuen Sie sich nicht zu früh, das hält nicht lange an. Einen schönen Tag. Warten Sie, warten Sie, warten. Was ist das da? Was ist das? Das ist Kreide. Ja. Und das? Was ist das? Das ist ein Papiermesser. Gibt es denn Bücher hier? Nein. Wofür ist es dann? Das ist eine Überraschung. Ich will nicht aufdringlich sein. Was im Übrigen die Zahnbürste betrifft, so ist der Herr hier im Bilde und kann Ihnen ebenso gut Auskunft geben wie ich. Einen schönen Tag. Wo ist Florence? Ich frage Sie, wo Florence ist. Ich habe keine Ahnung. Folter durch Trennung. Gut, das zieht nicht. Florence war eine dumme Gans und ich trauere ihr nicht nach. Entschuldigung, für wen halten Sie mich? Sie? Sie sind der Folterknecht. Der Folterknecht? Großartig, Sie kommen hier rein, Sie sehen mich und Sie denken sich, das muss der Folterknecht sein. Toll. Das liegt an diesem albernen Kellner. Er hätte uns vorstellen können. Mein Name ist Joseph Garcin, ich bin Journalist. Ines Serrano, Fräulein. Ja. Nun, da das Eis gebrochen ist, können Sie mir vielleicht erklären, woran man so einen Folterknecht erkennt? Die haben Angst in ihren Augen. Angst? Ah, und vor wem? Das ist ihre Sache.
Machen Sie ab und an eine Runde draußen? Es ist leider abgeschlossen. Schade. Ich verstehe doch, dass Sie meine Anwesenheit stört und ich wäre auch viel lieber alleine. Ich bin unaufdringlich, ich bin leise. Psst. Und ich mache auch nicht viel Lärm. Aber wenn ich mir eine Bitte erlauben dürfte, wir sollten allerhöchste Höflichkeit zwischen uns bewahren. Ich bin nicht höflich. Dann muss ich es eben doppelt sein. Ihr Mund. Was ist mit meinem Mund? Er bewegt sich unter ihrer Nase wie ein Kreisel. Entschuldigung, ich habe es nicht unter Kontrolle. Das finde ich ja gerade schlimm. Sie wollen höflich sein und Sie haben nicht einmal Ihr eigenes Gesicht unter Kontrolle? Sie sind nicht allein. Und Sie haben nicht das Recht, mich mit dem Anblick Ihrer Angst zu belästigen. Haben Sie etwa keine Angst? Wovor denn? Angst konnten wir haben, als wir noch Hoffnung hatten. Wir haben zwar keine Hoffnung mehr, aber wir sind immer noch vorher. Wir haben noch gar nicht angefangen zu leiden. Ich weiß. Was wird kommen? Ich weiß es nicht. Ich warte. Oh nein. Nein, nein, nein. Dreh dich nicht zu mir. Ich weiß, dass du kein Gesicht mehr hast. Oh, ich kenne sie nicht. Ich bin nicht der Folterknecht, Dame. Ich habe auch nicht gedacht, dass sie der Folterknecht sind. Ich dachte, dass sich jemand einen Scherz mit mir erlaubt. Ja. Worauf warten Sie? Wollen Sie die anderen? Es wird keine anderen geben. Das heißt, wir bleiben also zu dritt. Die Dame, der Herr und ich? Ich sehe darin nichts Witziges. Diese Stühle, die sehen so hässlich aus. Und schauen Sie nur, wie sie hingestellt wurden. Ich glaube, so sieht das viel besser aus. Anscheinend ist jede Stufe für einen von uns vorgesehen. Diese ist für mich. Aber wissen Sie, der passt mir gar nicht. Ich bin in Rosaton gekleidet und der... Möchten Sie tauschen? Mit dem hier? Das ist sehr nett von Ihnen, aber der passt mir kein Stückchen besser. Obwohl, der Einzige, der mir passen würde... gehört dem Herr da. Garçon, Ihr Stuhl. Der Stuhl. Ach, ja. Verzeihung. Wenn wir schon zusammen leben müssen, dann lasst uns einander kennenlernen. Ich bin Estelle Rigaud. Inès Rallon. Sehr erfreut. Und Joseph Garçon. Werde ich noch gebraucht? Nein, nein. Sie können schon gehen. Zu ihrem Empfang. Blumen machte ich sehr, aber hier ist leider viel zu heiß und sie würden verwelken. Wann sind Sie? Letzte Woche. Und Sie? Ich? Gestern. Die Trauerfeier ist noch nicht zu Ende. Der Wind hing den Schleier meiner Schwester in Unordnung.
bemüht sich krampfhaft zu weinen. Na los, los, streng dich an! Zwei kleine Tränen glitzern unter dem Tauch. Holger sieht heute hässlich aus. Sie weint nicht. Wegen der Wimperntusche. Und ich muss sagen, an ihrer Stelle. Sie war meine beste Freundin. Haben Sie sehr gelitten? Nein, ich war nur benommen. Wie bitte? Lungenentzündung. Ist es vorbei? Sie gehen? Guten Tag, allgemeines Händeschütteln. Wo ist mein Mann? Mein Mann ist zu Hause geblieben. Der ist krank. Vor Kummer. Und Sie? Gas. Oh. Und Sie, mein Herr? 12 Schüsse in den Leib. Oh mein Gott. Verzeihen Sie, ich bin kein salonfähiger Toter. Oh mein Herr, benutzen Sie doch nicht solche grobe Wörter. Und außerdem, was heißt das schon? Vielleicht haben wir uns noch nie so lebendig gefühlt. Wenn man das absolut benennen will, diesen Sachverhalt, dann schlage ich vor, uns Abwesende zu nennen. Das hört sich besser an. Zum Beispiel, wie lange sind Sie schon abwesend? Seit einem Monat etwa. Und woher kommen Sie? Aus Rio. Und ich aus Paris. Haben Sie Verwandte noch da oben? Meine Frau. Meine Frau. Jeden Tag ist sie zur Kaserne gekommen. Lässt sie nicht rein. Sie weiß noch nicht, dass ich tot bin. Aber sie ahnt es. Sie blickt durch die Gitterstäbe. Sie ist ganz in Schwarz gekleidet. Umso besser, braucht sie sich gar nicht umzuziehen. Jetzt geht sie. Ganz allein. Auf der großen Straße. Ganz in Schwarz. Mit ihren großen Opferaugen. Und sie geht mir auf die Nerven! Herr Gaston, Estelle. Herr Gaston, Estelle. Ja, bitte. Schauen Sie. Herr Gaston. Sie sitzen auf meinem Stuhl. Verzeihung, ich versuche mein Leben zu ordnen. Statt zu lachen, sollten Sie es lieber auch tun. Ich muss mich nicht um mein Leben kümmern. Es hat sich ganz von allein geordnet da oben. Ja. Und Sie meinen, das wäre so einfach? Ja. Na, was für eine Hitze. Sie gestatten. Oh nein, 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 nein. Ich hasse Männer oder Sakkos. Natürlich. Ich habe immer in heißen Redaktionsräumen gearbeitet, da war immer eine Affenhitze. Hier ist eine Affenhitze. Gut. Es ist Nacht. Es ist Nacht. Nacht. Olga zieht sich aus. Wie schnell die Zeit vergeht auf der Erde. Es ist Nacht. Sie haben das Zimmer verriegelt. Es steht leer im Dunkeln. Sie haben die Sakkos über die Stuhllehnen gehängt. Das heißt, es riecht nach Männern und Zigarren. Ich war gern mit Männern ohne Sakkos zusammen. Das beweist, dass wir nicht denselben Geschmack haben. Mögen Sie Männer ohne Sakkos? Ob im Sakko oder ohne, ich mag Männer überhaupt nicht. Aber wieso? Wieso hat man uns zusammengesteckt? Was sagen Sie? Ich sehe Sie alle beide an und denke, dass wir hier zusammenbleiben werden. Ich erwarte verwandte Familie und wieder... Und dein Freund mit deinem Loch mitten im Gesicht? Den auch. Der konnte Tango wie ein Profitänzer. Aber wieso hat man uns zusammengebracht? Die Leute werden eben dahin gesteckt, wo sie gerade hinkommen. Das ist purer Zufall. Warum lachen Sie? Weil Sie mir Spaß machen mit Ihrem Zufall. Haben Sie es derart nötig, sich zu beruhigen? Hier ist nichts dem Zufall überlassen. Aber vielleicht haben wir uns früher schon einmal gesehen. Nie und nimmer. Sie hätte ich nicht vergessen. Vielleicht haben wir gemeinsame Bekannte. Kennen Sie die Dubois? Das wäre mir neu. Sie empfangen Gott und die Welt. Was machen Sie? Sie machen nichts. Sie haben ein Schloss in Korea. Ich war Postangestellte. Ach so. Na dann. Oh, und Sie, mein Herr? Ich bin nie aus Rio rausgekommen. Naja, wenn das so ist, dann haben Sie allerdings recht. Der Zufall hat uns zusammengebracht. Der Zufall, ja? Aus Zufall stehen die Stühle so, wie sie hier stehen. Aus Zufall, ja? Dann probieren wir sie doch zu verschieben. Ist das in Ordnung, ja? Sie werden schon sehen, was passiert. Gaston. Gaston, helfen Sie mir. Gaston, helfen Sie mir. Thank you.
nichts auf Zufall. Dieses Zimmer wartete auf uns. Hier ist alles eingerichtet bis ins kleinste Detail. Mit Liebe. Dann ist das alles kein Zufall? Nein. Und wir genau ausgesucht worden. Und das ist kein Zufall, dass Sie, ausgerechnet mir gegenüberstehen? Frau Watzmann hier. Ich weiß nicht, aber man wartet. Wissen Sie, ich kann es nicht ertragen, wenn man irgendetwas von mir erwartet. Dann bekomme ich sofort Lust, das Gegenteil zu machen. Dann machen Sie es doch. Machen Sie es. Sie wissen doch nicht einmal, was man von Ihnen will. Und durch Sie? Durch Sie beide soll mir irgendwas zustoßen? Durch Sie beide? Ich kannte Gesichter, die mir sofort was sagten. Und Ihre? Die sagen mir gar nichts. Aber warum sind wir hier? Warum? Sie haben schon zu viel gesagt. Sagen Sie alles. Aber ich habe absolut keine Ahnung. Wir müssen dahinter kommen. Wenn wenigstens jeder den Mut hätte zu sagen. Was? Estelle? Warum sind Sie hier? Warum hat man Sie hierher gesteckt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es überhaupt nicht. Ich frage mich sogar, ob das nicht ein Versehen ist. Denken Sie doch an die Menge der Leute, die jeden Tag zu Abwesenden werden. Die haben das mit ahnungslosen Angestellten zu tun. Und wenn man sich in meinem Fall geirrt hat, hat man sich auch in Ihrem geirrt. Und auch in Ihrem. Ist das nicht besser zu glauben, dass wir alle aus Versehen hier sind? Ist das alles, was Sie uns zu sagen haben? Was wollen Sie denn noch wissen? Ich war ein armes Waisenkind. Ich zog meinen Bruder auf. Ein alter Freund meines Vaters hielt mich an. Und ich habe ja gesagt. Was hätten Sie an meiner Stelle getan? Er war gut und reich. 6 Jahre habe ich mit meinem Mann unbeschwert gelebt. Aber vor 2 Jahren habe ich dann den getroffen, den ich lieben sollte. Wir haben uns sofort erkannt. Er wollte, dass ich mit ihm gehe. Ich habe aber Nein gesagt. Dann habe ich meine Lungenentzündung bekommen und das war's. Natürlich konnte man im Namen bestimmte Grundsätze mir vorwerfen, dass ich einem alten Mann meine Jugend geopfert habe. Halten Sie das für ein Vergehen? Ganz bestimmt nicht. Und Sie? Halten Sie es etwa für ein Vergehen, wenn man nach seinen Grundsätzen lebt? Ich gab eine pazifistische Zeitung heraus und da bricht der Krieg aus. Und alle richten ihre Blicke auf mich und sie fragen sich, wird er es wagen? Ich habe es gewagt und sie haben mich erschossen. Wo ist dein Vergehen? Wo ist dein Vergehen? Es ist kein Vergehen, es ist ein Held, Garza. Und ihre Frau? Was ist mit meiner Frau? Ich habe sie aus der Gosse geholt. Na, sehen Sie. Ich sehe. Für wen spielen wir denn diese Komödie? Wir sind doch unter uns. Unter uns? Unter Mördern. Wir sind in der Hölle, meine Kleine, und es kommt nie zu Versehen. Und Menschen werden nie für nichts verdammt. Verdammt, verdammt, seien Sie still! Verdammt. Die kleine Heilige, verdammt, der untadelige Held. Und ich, verdammt. Wir hatten unseren Spaß gehabt, nicht wahr? Es gibt Menschen, die unseretwegen bis an ihr Lebensende gelitten haben. Seien Sie still! Und das gefiel uns. Jetzt müssen wir büßen. Halt, ich weiß, warum wir zusammen sind. Überlegen Sie genau, was Sie sagen. Sie werden schon sehen, wie blöde. Das ist saublöde. Es gibt keine körperlichen Folter, nicht wahr? Und doch sind wir in der Hölle. Und niemand wird mehr kommen. Wir sind bis ans Ende zusammen. Fehlt nur noch einer. Der Folterknecht. Ganz klar. Personaleinsparung. Die Kunden machen die Arbeit selbst, wie in einem Selbstbedienungsrestaurant. Der Folterknecht ist jeder von uns. Für die beiden anderen. Ganz bestimmt. Nein, ich werde nicht Ihr Folterknecht sein. Das ist alles ganz einfach. Sie dahin und ich hier. Jeder auf seinem Platz. In sich hineinsehen, schweigen. Kopf nach unten, niemals irgendwas sagen.
Einverstanden. 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 Also dann, adieu. Betasten. Ich frage mich, ob ich eigentlich noch existiere. Sie haben Glück. Ich spüre mich immer von innen her. Von innen her? In meinem Zimmer sind 6 große Spiegel. Und ich sehe sie. Ich sehe sie alle. Aber sie sehen mich nicht. Sie spiegeln den Teppich, das Fenster, das Kanapé. Aber mich nicht. Wie leer das ist. Ein Spiegel, in dem ich nicht bin. Mein Lippenstift. Ich bin sicher, dass es verschmiert ist. Aber ich kann doch nicht für alle Ewigkeiten ohne Spiegel bleiben. Soll ich Ihnen als Spiegel dienen? Aber... Beachten Sie ihn nicht. Wir werden uns wehtun. Sie haben es selbst gesagt. Sehe ich so aus, als könnte ich dir wehtun? Ja, wirst du mir wehtun. Aber wenn ich nun mal leiden muss, dann leide ich lieber durch dich. Ich lade dich ein. It's a shame you're a boy, but when you are not the girl, nobody buys you flowers. I want to buy you flowers. Noch leer. Sieh mir in die Augen. Kannst du dich da sehen? Ich bin ganz klein. Ich sehe mich schlecht. Ich sehe dich. Ganz und gar. Stell mir Fragen, kein Spiegel ist treuer. Herr Gassen? Herr Gassan, stören wir Sie nicht mit unserem Geschwätz? Kümmern Sie sich nicht um ihn. Wir sind allein. Komm her. Stell mir Fragen. Haben Sie einen Lippenstift? Ja. Aufgetragen? Das sehe ich allzu gut. Wusste ich. Zum Glück hat mich keiner gesehen. Ich probiere es noch einmal. Ich helfe dir. So ist es besser. Schwerer, grausamer. Deine teuflischen Lippen. Und da steht mir. Wie unangenehm. Schwören Sie mir, dass es gut ist? Willst du mich nicht benutzen? Schwörst du mir, dass es gut ist? Bitte schön. Es fällt mir schwer, Frauen zu duzen. Vor allen Dingen Postangestellte, nehme ich an. Was hast du da auf deiner Wange? Ist das ein roter Fleck? Ein roter Fleck? Wo? Wo? Ja. Da ist nichts. Keine Spur. Ich bin der Fangspiegel, mein Täubchen. Was ist, wenn der Spiegel nun zu lügen beginnt? Oder wenn ich mich weigere, dich anzusehen? Was machst du dann mit deiner ganzen Schönheit? Aber hab keine Angst. Ich werde dich pausenlos angucken. Und ich werde nett sein, sehr nett sein. Aber du, solltest du zu mir sagen. Gefalle ich dir?
Aber ich möchte, dass er mich ansieht. Oh, weil er ein Mann ist. Oh, Gastel, sehen Sie sie an. Ihnen ist doch nichts von dem entfallen, was wir gesagt haben. Das kann man wohl sagen. Nicht ein einziges Wort. Ich konnte mir noch so sehr die Ohren zuhalten. Sie haben mir trotzdem die Ohren vollgequatscht. Setzen Sie sich jetzt an Ihre Plätze und vergessen Sie die Anwesenheit der anderen. So, vergessen? Das ist doch kindisch. Ich spüre Sie bis ins Mark meiner Knochen. Ihr Schweigen brüllt mir in den Ohren. Sie können sich noch so sehr die Zunge abbeißen oder den Mund zukleben. Können Sie sich deshalb daran hindern zu existieren? Nein, können Sie Ihr Denken abschalten? Ich höre es. Das macht Tick-Tack und ich weiß, was Sie auch meint, Sir. Die Geräusche kommen besudelt zu mir an, nur weil Sie vorher gehört haben. Und selbst mein Gesicht haben Sie mir geklaut. Denn Sie können es sehen und ich nicht. Und die da, die haben Sie mir auch geklaut. Denken Sie, sie würde mich so behandeln, wenn Sie alleine wären? Nein. Ich lasse Sie nicht zufrieden. Das wäre viel zu einfach. Sie säßen da, unempfindlich wie ein Buddha. Nein, ich will meine Hölle mit offenen Augen sehen und mit offenem Visier kämpfen. Großartig. Ich habe doch gewusst, dass es dazu kommen würde. Man hat uns gegängelt wie Kinder. Wenn man mich doch mit Männern zusammengesetzt hätte. Männer können schweigen. Man darf ja nicht zu viel verlangen. Na, Kleine? Befall ich dir? Fassen Sie mich nicht an. Ruhig, bleib hier. Wir sind doch unter uns hier, weißt du? Ich habe Frauen geliebt und die Frauen haben mich auch geliebt. Ich habe noch nichts mehr zu verbergen. Höflichkeit, wozu? Form, wozu? Wir werden nackt sein, wie Würmer. Lassen Sie mich in Ruhe. Wie Würmer! Oh, ich hatte Sie gewarnt! In der Zeitung wurde über mich gesprochen und ich wollte zuhören. Aber das war schwierig. Die Ereignisse auf der Erde gehen so schnell vorbei. Konnten Sie nicht still sein? Jetzt ist alles, was Gomez gesagt hat, in seinen Kopf zurückgekehrt. Und ich werde es nie erfahren. Also gut. Wir werden bis zum Ende gehen müssen. Ich will wissen, mit wem ich es zu tun habe. Aber Sie wissen es doch schon. Nein. Solange keiner gestanden hat, warum er hier ist, wissen wir gar nichts. Du, Blondie, fang an. Sag uns, warum du hier bist. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich keine Ahnung habe. Sie wollten es mir nicht mitteilen. Mir wollten Sie auch nichts sagen, aber ich kenne mich. Und ich weiß selber die Antwort. Aber gut, du willst nicht anfangen? Dann werde ich anfangen. Ich benehme dich sehr nett. Man weiß, dass Sie desertiert sind. Desertiert? Ich bin hier, weil ich meine Frau tyrannisiert habe. 5 Jahre lang. Und natürlich leidet sie noch. Weiß sie, wie ich von ihr spreche? Sie weint nicht. Ich will Gomez sehen, aber ich sehe nur Sie. Hat ihr meine Jacke gegeben, die Jacke mit den 12 Löchern. So eine historische Jacke, ein Museumsstück, und die habe ich getragen. Aber wirst du weinen? Wirst du endlich weinen? Komm, stockbesoffen nach Hause. Oh, ich stank nach Wein und nach Weibern. Hat sie auf mich gewartet? Natürlich hat sie auf mich gewartet. Dann saß sie da mit ihren großen Augen, mit ihren großen Opferaugen. Aber eine Träne? Nein, nicht eine Träne. Das ist eine Frau, die das Zeug zur Märtyrerin hat. Warum haben Sie ihr wehgetan? Weil es so einfach war. Nur ein Wort und sie wechselte die Farbe. Diese Frau war so empfindlich, aber hat sie geweint nicht ein einziges Mal. Sie hat mich zu sehr bewundert. Sie hat mich einfach zu sehr bewundert. Ich hatte sie aus der Gosse geholt. Können Sie das verstehen? Nein, ich wurde nie bewundert. Es muss Ihnen wohl sehr abstrakt vorkommen. Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich hatte eine Mulattin bei mir untergebracht. Oh, ich sage Ihnen, was für Nächte! Meine Frau schlief im ersten Stock. Sie hat alles gehört. Alles. Und dann, am nächsten Morgen, brachte sie uns Frühstück ans Bett. Sie trinken Schuft.
Natürlich. Ihr geliebte, dreckige Schuft. Warum bin ich denn sonst hier? Und Sie? Ich war, was man da oben schon eine Verdammte genannt hat. Da hat sich nicht viel geändert. Und das ist alles? Nein. Da gibt es noch die Geschichte mit Florence. Aber es geht dabei um drei Tote. Erst er, dann sie und ich. Es ist keiner mehr übrig. Drei? Nur das Zimmer. Das Zimmer. Ich sehe es von Zeit zu Zeit. Mit geschlossenen Läden. Ein Schild. Zu vermieten? Das ist doch grotesk. Drei? Ja. Sie haben drei gesagt? Ja. Ein Mann und zwei Frauen? Ja. Und er hat sich umgebracht? Nein. Dazu war er nicht fähig. Aber nicht etwa, weil er nicht gelitten hat, nein. Er wurde von einer Straßenbahn überfahren. Er war mein Vetter, ich wohnte bei ihm. War Florence blond? Wissen Sie, ich bereue nichts, aber ich habe keine große Lust, in diese Geschichte zu erzählen. Ja. Erzählen Sie weiter. Sie waren also von ihm angewiesen, ja? Nach und nach. Ein Wort hier, ein Wort da. Zum Beispiel schlürfte er immer beim Trinken. Kleinigkeiten. Oh, er war armselig, verletzbar. Warum lassen Sie? Weil ich nicht verletzbar bin. Das werden wir noch sehen. Ich bin in Sie hineingeschlüpft. Sie hat ihn mit meinen Augen gesehen. Schließlich hatte ich sie am Hals. Wir haben uns ein Zimmer genommen am Ende der Stadt. Und dann? Haben die Straßenbahn! Ich sagte zu ihr jeden Tag, Kleiner, wir haben ihn umgebracht. Das ist nicht anständig. Natürlich ist das nicht anständig, na und? Ach, Sie haben recht. Was soll's. Und du, Blondie? Warum bist du hier? Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich keine Ahnung habe. Ja, ich weiß. Wir werden dir helfen. Also, dieser Kerl, der mit dem Loch im Gesicht, wer war das? Welcher Kerl? Der, vor dem du Angst hattest, als du reinkamst? Ein Freund von mir. Warum hattest du Angst vor ihm? Sie haben kein Recht, mich zu verhören. Er hat sich wahrscheinlich ihretwegen umgebracht. Natürlich hat er sich ihretwegen umgebracht. Er hat sich eine Kugel durch den Kopf geschossen. Deinetwegen! Ich will weg! Geh doch, ich warte nur drauf. Sind widerlich. Ja, widerlich. Also, wir haben festgestellt, er war ihr Liebhaber. Natürlich war er ihr Liebhaber. Er wollte sie nur für sich alleine haben. Er konnte Tango wie ein Profitänzer. Aber er war wahrscheinlich arm. Du hast gefragt, ob er arm war. Ja, er war arm. Aber sie musste auf den Ruf achten. Ja, und dann kam er eines Tages zu dir und er hat dich angefleht. Wo ist der? Ich flehe dich an. Aber du hast nur gelacht. Und er... Seid völlig auf dem Holzweg. Er wollte ein Kind mit mir. Und du? Du wolltest nicht? Nein. Das Kind ist aber trotzdem gekommen. Und dann? Ich habe 5 Monate in der Schweiz verbracht. Niemand hat etwas gewusst. Roger war bei mir, als es geboren wurde. Es war ein Mädchen. Er war so froh, eine Tochter zu haben. Ich aber nicht. Dann. Da war ein Balkon über einem See. Ich habe einen großen Stein genommen. Er schrie, Estelle, ich bitte dich, ich flehe dich an. Ich habe ihn so gehasst. Er hat sich über den Balkon gebeugt und die Ringe auf dem Wasser gesehen. Und das war's. Dann bin ich zurück nach Hause und er hat gemacht, was er wollte. Er hat sich eine Kugel durch den Kopf geschossen. Ja, eben. Aber das war überhaupt nicht nötig. Mein Mann hätte nie etwas erfahren. Wie ich euch alle beide hasse. Jetzt sind wir nackt wie Würmer. Sehen Sie nun klarer. Ich weiß nicht. Konnten wir nicht wenigstens versuchen, uns zu helfen? Brauchen Sie Hilfe? Ich brauche keine Hilfe. Ines, man hat alle Fäden durcheinander gebracht. Wenn Sie sich Luft zufächeln, dann spüren wir beiden, Estelle und ich, die Erschütterung.
Mann sitzt auf meinem Bett. Sie haben es vermutet. Na los, kommen Sie doch herein, tut sich kein Zwang an. Meine Frau geht zu ihm hin. Wird er sie auf meinem Bett küssen? Dieses Zimmer gehört mir. Es gehört mir. Sie sagt, es ist helligster Tag. Warum kann ich sie nicht sehen? Warum kann ich sie nicht sehen? Bin ich ganz und gar hier. Ganz und gar tot. Sie haben gesagt, Sie wollen mir helfen? Ja. Wobei? Die Fallen zu umgehen. Und was muss ich dafür tun? Mir helfen. Das ist nicht schwer, Ines. Man braucht nur ein bisschen guten Willen. Guten Willen? Wo soll ich den denn noch herbekommen? Ich bin verkommen. Ich auch, aber wenn wir es trotzdem mal versuchten... Ich kann weder geben noch nehmen. Ein verdorrter Ast, der Feuer fangen wird. Florence war blond. Wissen Sie, dass die Kleine Ihr Folterknecht sein wird? Ich ahne es. Ich für meinen Teil ignoriere sie, wenn sie ebenfalls... Was? Kleine ist eine Falle. Man belauert sie, ob sie sich erwischen lassen. Das weiß ich. Und Sie sind eine Falle. Glauben Sie ja nicht, die haben nicht vorhergesehen, was Sie sagen werden. Na und, ich weiß, was mich erwartet. Ich werde brennen. Dann bin ich halt in die Falle getan. Na und, dann sind die wenigstens zufrieden. Nein. Ines, ich kann mit Ihnen Mitleid haben. So wie wir hier sind, sind wir nackt, bis auf die Knochen. Das verbindet. Ines, ich kann mit Ihnen Mitleid haben. Fassen Sie mich nicht an. Und behalten Sie Ihr Mitleid für sich. Auch für Sie sind hier viele Fallen aufgestellt. Wenn Sie die Kleine und mich alleine lassen, dann verspreche ich Ihnen nicht zu schaden. Na gut. Gaston! Gaston, helfen Sie mir! Wenden Sie sich an Gaston, Sie! Gaston, Sie haben missversprochen! Gaston! Holger. Holger ist mit ihm tanzen gegangen. Mit wem? Mit Pierre. Wer ist Pierre? Ein junger Depp. Er nannte mich sein Quellwasser. Er liebte mich. Liebst du ihn? Nein. Er ist 18 und ich fresse doch keine Kinder. Na, dann kann es dir doch egal sein. Er gehörte mir. Ja, gehörte. Versuch ihn doch anzufassen. Olga kann das. Olga kann sein Knie berühren. Er gehörte mir. Nichts gehört mir dir. Ja. Und wer von Ihnen beiden würde denn wagen, mich sein Quellwasser zu nennen? Sie kann mein Licht täuschen. Sie wissen, dass ich ein Mischstück bin. Denk an mich hier, denk nur an mich. Ich bin nur halb hier, ich bin nur halb schön. Ich bin da und das Quellwasser bei dir. Oh Gaston, das würde Ihnen so Spaß machen, wenn Sie sie sehen könnten. Sie denkt also, ich kann sie nicht sehen. Aber ich sehe dich mit deiner zerzausten Frisur und deinem aufgelösten Gesicht. Und ich sage, unsere Geliebte Estelle! Was, unsere Geliebte Estelle? Nein, sag ihm nicht. Du kannst ihn haben, du kannst mit ihm machen, was du willst, aber sag ihm nicht. Sie hat ihm alles erzählt. Roger, die Reise in die Schweiz. Das Kind. Unsere geliebte Estelle war nicht. Ja. Ich war wirklich nicht. Ich höre nichts mehr. Die Erde hat mich verlassen. Gaston, sieh mich an! Wenden Sie sich an Sie! Gaston, bist du ein Mann oder nicht? So, sieh mich doch an! Ich habe beides da und immerhin hat sich jemand für mich umgebracht! Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen sich an Sie wenden! An Sie? Aber Sie zählen doch nicht, Sie ist eine Frau, Gaston! Ich zähle nicht, aber mein Vögelchen, du bist schon so lange in meinem Herzen geboren. Oh, Sie haben es eben schon versucht und Sie haben es gesehen, dass es nicht geklappt hat! Aber Estelle, mein Kristall, mein Engel!
Kristall. Wen wollen Sie hier täuschen, ne? Alle wissen, dass ich das Kind aus dem Fenster geschmissen habe. Der Engel ist gefallen. Das Kristall liegt in Scherben auf der Erde. Und mir ist das egal. Ich bin nur eine Haut. Und meine Haut gehört nicht Ihnen. Was denn? Mein Quellwasser, mein liebliches Quellwasser. Du kannst am Grunde meiner Augen dich so wiederfinden, wie du es willst. Haben Sie denn keine Augen? Und was muss ich tun, damit du mich loslässt? Gaxan, das werden Sie mir büßen. Du suchst also einen Mann. Ein Mann? Nein. Dich. Aber ich bin kein junger Depp. Ich tanze auch keinen Tango. Ich liebe dich so, wie du bist. Gut. Komm. Fassen Sie sie nicht an mit den dreckigen Männerhänden! Jetzt reicht's. Ich bin kein Gentleman. Ich habe keine Frau, eine Frau zu schlagen. Sie haben es mir versprochen. Du hast als Erster den Pakt gebrochen. Sie haben es mir versprochen. Sie haben es mir versprochen. Ich bitte Sie, tun Sie dich beide Hasse. Oh, Gaston, ich habe dir doch gesagt, du sollst sie nicht beachten. Als wenn es um Sie ginge. Gomez ist in der Redaktion. Er spricht von mir. Dauert es lange? Sag mal wenigstens, was er erzählt. Nichts! Er erzählt gar nichts. Er ist ein Schwein und das ist alles. Gut, okay. Zu uns. Wirst du mich lieben? Wer weiß? Wirst du mir vertrauen? Komische Frage. Ich werde dich ständig vor Augen haben. Und mit ihr? Du mich sicher nicht betrügen? Ja, nein, natürlich nicht, aber ich spreche von einem anderen Vertrauen. Estelle, du musst mir dein Vertrauen schenken. Mein Vertrauen? Aber ich habe doch kein Vertrauen zu vergeben. Du musst ja Schlimmes angestellt haben, dass du so mein Vertrauen willst. Ich bin erschossen worden. Ja, ich weiß. Du hast dich geweigert einzurücken, na und? Ich hatte mich nicht ganz geweigert. Was hätte ich denn machen sollen? Nicht zum General gehen sollen und sagen sollen, Herr General, ich rücke nicht ein. So ein Schwachsinn. Sie hat mich eingelocht und ich wollte meine Stimme erheben. Ich wollte nicht, dass sie erstickt wird. Also habe ich den Zug genommen. Sie haben mich an der Grenze geschnappt. Und wo wolltest du denn hin, Gaston? Nach Mexiko eine pazifistische Zeitung aufmachen. Huh. Oh, Gaston, du hast alles richtig gemacht, weil du nicht kämpfen wolltest. Man muss ihm sagen, er ist geflohen wie ein Löwe. Denn er ist geflohen, dein Liebling, und das ist es, was ihn wurmt. Nennt es, wie ihr wollt! Geflohen, abgehauen! Oh, Gaston, aber du hast alles richtig gemacht. Wenn du hier geblieben wärst, hätten sie dich getötet. Natürlich hätten sie mich erschossen. Estelle, bin ich ein Feigling? Das weiß ich nicht, mein Liebling. Ich stecke ja nicht in deine Haut. Na los, Gaston, frag dich. Wer hat dich nach deiner Meinung gefragt? Ich war im Gefängnis, ich lief auf und ab, von der Tür zur Wand und von der Wand zurück zur Tür. Ich habe mich belauert. Ich bin mir gefolgt, ich bin mir mein ganzes Leben lang gefolgt. Bis zu diesem einen Punkt. Und dann war die Entscheidung da und ich habe den Zug genommen. Und dann? Warum? Warum? Schließlich dachte ich, mein Tod wird entscheiden. Wenn ich anständig sterbe, dann habe ich bewiesen, dass ich kein Feigling bin. Und wie bist du gestorben? Nicht gut. Nicht gut? Es war ein bloßer Schwächeanfall. Ein bloßer Schwächeanfall. Estelle, stehst du auf Feiglinge? Wenn du nur wirst, ist mir egal, wer das ist, ob Feigling oder nicht. Hauptsache, er kann gut küssen. Sie wiegen ihre Köpfe hin und her. Sie rauchen Zigarren und ihnen ist langweilig. Mir auch. Sie sagen, Gaston ist ein Feigling? Das ist es, was Sie beschlossen haben, meine Kollegen?
wird, werden sie alle auf der Erde sagen. Gassin, der Feigling. Oh, ihr habt ein leichteres Leben. An euch denkt niemand mehr auf der Erde. Für mich ist es härter. Und ihre Frau? Was ist mit meiner Frau? Sie ist tot. Ist sie vor Kummer gestorben? Natürlich ist sie vor Kummer gestorben. Es ist alles bestens. Meine Frau ist tot, der Krieg ist vorbei und ich bin als Feigling in die Geschichte eingegangen. Gassin! Du bist da? Stel. Du bist da? Auf der Erde glauben 1000 Menschen, dass ich ein Feigling bin. Aber was sind 1000? Wenn nur eine Seele, wirklich glauben würde, dass ich kein Feigling bin, ich wäre gerettet. Glaubst du denn, ich konnte einen Feigling lieben? Aber du hast doch gesagt. Ich liebe Männer, Gassin, richtige Männer, mit rauer Haut und starken Händen. Du hast nicht das Kinn eines Feiglings, du hast nicht die Lippen eines Feiglings und du hast nicht die Augen eines Feiglings. Stimmt das? Stimmt das? Sei nicht schwer. Ich wäre gerettet, ich wäre gefeit gegen die von hier und gegen die von da oben. Estelle, wir würden aus der Hölle herauskommen! Ha, ha, ha. Wie kannst du nur so naiv sein? Estelle, bin ich ein Feigling? Sie glaubt doch selbst nichts von dem, was sie sagt. Stimmt das? Wie mir auf die Nerven geht. Selbst wenn du ein Feigling wärst, würde ich dich lieben. Genügt dir das nicht? Ich euch hasse! Was machen Sie? Ich gehe. Wir werden nicht weit. Aufmachen! Aufmachen! Seit es offen ist. Meinetwegen. Ja, deinetwegen. Du weißt, was ein Feigling ist. Ja. Du weißt, was die Angst ist, das Böse und die Schande. Ja. Also muss ich dich überzeugen. Auf der Erde bin ich nichts mehr. Es bleiben nur noch ihr beiden übrig. Sie ist egal. Aber du, die mich hasst. Wenn ich dich überzeuge, dann bin ich gerettet. Sieh mich an, ich bin hartnäckig. Aber du hast alle Zeit. Alle Zeit. Also gut, hör zu. Kann man denn ein Feigling sein, wenn man sein ganzes Leben lang die gefährlichsten Wege gewählt hat? Kann man denn ein ganzes Leben an einer einzigen Tat beurteilen? Von so einem Heldentum habe ich nicht geträumt. Ich habe es gelebt. Man ist, was man will. Beweis es. Beweis es, dass das kein Traum war. Ich konnte es nicht beweisen. Ich bin zu früh gestorben. Man stirbt immer zu früh oder zu spät. Und das Leben liegt da, abgeschlossen. Fehlt nur noch die Summe. Du bist nichts anderes als deine Taten, Gassin.
Schlange! Schlange! Das war alles deine Antwort! Komm, gib nicht auf. Such nach Argumenten. Es sollte dir leicht fallen, mich zu überzeugen. Oh, ich habe dir gesagt, dass du verletzbar bist. Wie du jetzt leiden wirst. Du bist ein Feigling, doch sei ein Feigling, weil ich es so will. Gaston, hör nicht auf sie. Lass dich von Frauen trösten. Sieh mich an. Gaston, küss mich und du wirst sie jaulen hören, Gaston. Gaston, der Feigling und Estelle, die Kindsmörderin, werden sie sich küssen? Stellt eure Wetten. Ich alleine, Gaston, ich bin die Menge. Hörst du die Menge? Feigling. 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 Und du wirst mich immer sehen? Immer. Das ist also die Hölle. Wisst ihr noch? Am Anfang Roste, Pfähle, Ledertrichter, Albernheit. Die Hölle. Das sind die anderen. Also, machen wir weiter. Thank you.